Unterschätzte Gefahr. Grannen als ernste Bedrohung für Ihren Hund. Verhält der eigene Hund sich auffällig, schaut jeder Hundebesitzer genauer hin. Ein häufiges Kopfschütteln, ein schiefgelegter Kopf oder Juckreiz und Schmerzen am Ohr können Anzeichen für Grannen sein. Obwohl sie recht klein und unscheinbar sind, kann von Grannen eine ernsthafte und lebensbedrohliche Gefahr ausgehen. Was sind Grannen genau? Grannen sind borsten- oder fadenförmige, gewöhnlich etwas starre Fortsätze des Pflanzenorgans. Man findet Grannen zum Beispiel an den Ähren verschiedener Getreidearten, welche das Korn umschließen. Durch die raue Oberfläche und kleine Widerhaken haften sich diese leicht bei Kontakt am Fell von Tieren fest. Gerade von Juni bis August stellen diese dann eine Gefahr für Hunde dar. Laut Untersuchungen sind besonders Hunde mit einem mittellangen und langen Haarkleid gefährdet. Grannen als Risiko für Ihren Vierbeiner. Grannen können schnell und einfach durch jede Körperöffnung in das Tier eindringen. Auch intakte Haut wird von ihnen durchbohrt. Sind sie im Körper, verursachen sie Abszesse und zerstören Gewebe. Da sie im Körper wandern und in der Lage sind, in innere Organe vorzudringen, können sie potenziell tödlich sein. Etwa die Hälfte aller Grannen kommen bei Hunden im Ohr vor. Dort können sie tief im Gehörgang stecken und starke Symptome hervorrufen. Auch durchs Schnüffeln im Gras können Hunde die Grannen leicht in die Nase einsaugen. Im schlimmsten Fall dringen sie sogar bis in die Luftröhre oder Lunge vor. Symptome: Häufiges Kopfschütteln, Kopfschiefhaltung sowie Juckreiz oder Schmerzen beim Berühren deuten auf Grannen im Gehörgang hin. Befinden sich Grannen im Auge, führen sie zu Ausfluss, Bindehautschwellung sowie Rötung. Auch Kratzen am Auge sowie Vortreten des Augapfels sind Symptome. Bei Grannen in der Pfote sollten Sie auf vermehrtes Lecken an der Pfote, Lahmheit, geschwollene und gerötete Zwischenzehenräume achten. Starkes anhaltendes Niesen, Nasenausfluss sowie Kratzen an der Nase können hingegen auf Grannen in der Nase hinweisen. Kontrolle ist wichtig. Bei Spaziergängen oder Hundearbeit im hohen Gras sowie Getreidefeldern ist besondere Vorsicht geboten. Kontrollieren Sie am besten regelmäßig das Fell und entfernen Grannen sofort. Im Bereich der Ohrmuschel lassen sich Grannen gut mit einer Pinzette entfernen. Treten Symptome auf und die Granne kann nicht mit dem bloßen Auge entdeckt werden, ist es sicherer, den Tierarzt aufzusuchen.